Was ist gut? So ein Rucksack? Ja. Nein. Ich bin hier lang.
Und mit dem Freund und den Kindern wohl. Hab ich noch nicht gesehen? Nee. Was war mit der Suppe? Die war nicht. CD kannst du kaufen. What money? 10 euros for them. For the Queen of Denmark. Yeah. Kostet? What? Wie viel? 10. 10 Euro. Euro, ja. Yeah. Komm, komm, komm.
Der kackt erstmal hin. Der kackt erstmal hin. Hier steh ich gut. Wenn die erstmal schön gefüttert, damit sie sich die Leute beißen. Ne? Die beißen nicht. Liebe Freunde des Aufklärungsbataillons, liebe Kameradinnen und Kameraden, was machen denn Reiter hier? Ja, ich hörte eben schon Aufklärung, Aufklärung in dem Sinne auch. Denn das Aufklärungsbataillon hat auch Tradition. Und ich hoffe, ihr alle lebt nicht nur so einfach in den Tag hinein, sondern wisst auch was von euren Familien, von euren Familien. Und zum Bataillon gehört es eben auch, dass es dort eine Tradition gibt mit dem Kavallerieregiment 14. Und den Dragonern, die dazugehören, und den Husaren. Ganz viele mal, Runde, ihr wisst das ja alle. Aber ihr könnt das auch nochmal googeln. Die Dragoner ist eigentlich eine Infanterie, die ab und zu geritten war. Und die Husaren waren die, ja, die immer die Schlachten schlugen. Ja. Was haben wir damit zu tun? Natürlich, die Aufklärer haben eben so eine Tradition, immer noch mit den Pferden. Weil die Luchsen haben wir früher immer gesagt, da brauchen wir eigentlich eckige Reifen, damit wir das Gefühl des Reitens noch haben. Ja, vielleicht noch eine Sache dazu, wenn das hier um Reiterei geht und um Schleppjagd. Dann, dann bedeutet das auch da, Schleppjagd ist keine Jagd mehr auf wilde Tiere, sondern es ist nur die Idee des Jagens. Ihr seht an dem einen Pferd noch Kanister. Da kommt Fuchsscheiße rein und die wird ausgeträufelt und da jagt dann hier. Da jagt dann hier. Ja, aber irgendwas Gleiches, ja. Ja. In modernen Unternehmen hat man natürlich Punkte. Muss man gucken, was man ohne Zucker kriegt. Bei der Bundeswehr ist das auch ein bisschen anders. Lass uns dafür sammeln. Das ist auch mal. Man nimmt mir das Geld weg. Und in dem Sinne mache ich lieber mit der Stimme. Schließlich habe ich hier mal formal. Ja, natürlich auch gerade. Mit dem Aufklärungsbataillon. Ja. Heute werden wir auf mit Drogen. Oh, der könnte da hin. Als wir das noch gelernt haben und Gott sei Dank die Macht und Gott sei Dank besser als im Zweiten Weltkrieg, wo 98% der Aufklärer im Feld geblieben sind. Wenn wir heute 60 Jahre Bundeswehr und die feiern, so gehöre ich zu denjenigen, die sagen, Gott sei Dank, dass wir immer einsatzbereit waren
von einem Mehrhaus-Truppe hat diese Regierung auch verdammt zurückkehren, dass die Dinge auch wieder schwimmen, auch wieder fliegen, auch wieder schießen. Des Unternehmensbundeswehr heute in Afghanistan sind. So habe ich heute auch gehört. Wenn heute mit dabei sind, 12,5 Kumpel oder auch 25 Kumpel. Alte Mühe, die weißen da, das ist Neptune. Er ist 14 Jahre alt und die jüngsten zwei Tore sind immer hier. Kleine Hünde, zwei. Ihr merkt, alle haben ihre Namen, alle sind gehen, alle sind Großheit. Wenn einer von euch euch heute Abend juckt, liegt das nicht an meinen Hund. Geht's gut? Ja. Gut, dass der Katze nichts gut geht. Nee, da kann ich nichts für. Genug der Worte! Feiert für die Bataillon! Die Beute sind älter als dieses Bataillon! Und die Feinde können nur sagen, schön, dass es Tradition gibt. Und jetzt werden wir mal verlieren. Es sei denn, einer hat noch eine wichtige Frage. Ja, wir können den Pferd machen. Den Hund, aber Hans Kredenzki. Ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr das mit eurem Einzelhund aufregt. Da, füttert der Meute. Ja, weil die Leute.
Guck mal, auf Kommando essen. So. Das ist gut, ne? Und vielleicht auch auf die Beute. Ein donnerndes und so aufgeschaltetes Horridor! Ja! Horridor! Ja! Horridor! Ja! Vielen Dank und wir sagen, auch wenn es jetzt erst Mittag ist, nach der Curé, immer gute Nacht und viel Spaß! Auf dem Trägerfahrzeug Transport Panzer 5. Die fahrzeuggebundene Spielaufklärung auf dem Spielwagen Fennec mit je zwei Fahrzeugen. Und die abgesessene leichte Spielaufklärung ebenfalls auf dem Transport Panzer 5. Die Fischer halt da keinen Sinn, wenn die Leute hier in der Erde
Der hier gezeigte Transportpanzer Fuchs mit dem Luftpanzeraufklärungsradar Rase dient den Spähtrupps als Unterstützung beim Aufklären des Gefechtsfeldes. Eingebaut in der Fahrzeugmitte kann die Radarantenne über die Fahrzeugoberkante ausgefahren werden und ermöglicht so das Aufklären von einzelnen Personen auf Entfernungen bis zu 6000 Metern, von Personengruppen bis zu 8000 Metern und von Fahrzeugen sowie Hubschraubern auf Entfernungen bis zu 20.000 Metern. Radaraufklärung kann Bewegungsmuster in einem Raum feststellen, wobei aufgeklärte Ziele nach Personen, Rad- sowie Kettenfahrzeugen klassifiziert werden können. Die Besatzung eines Radartrupps besteht dabei aus einem Kraftfahrer, einem Sicherer MG1, einem Kommandanten sowie einem Funker und einem Bediener. Das wollen die setzen, einen Fuß auf die Steine, mach die Beine lang. Nicht auf den Rasen setzen, weil die hinter dir nichts sehen. Po auf die Steine, nicht in den Rasen setzen. Der hier dargestellte Spieltrupp Rabauke besteht aus zwei Spielwagen Fennec und ist das Raumfahrzeug der Spielaufklärung. Ausgestattet mit der Beobachtung und Aufklärungsausstattung mit einem Wärmegerät, einem breiten Funkgeräteausstattung sowie einem Maschinengewehr. Der Spähtrupp wird eingesetzt, um gegnerische Kräfte aufzuklären oder aber auch, um aus Verstecken heraus Meldungen anderer Aufklärungsmittel und Kräfte zu verifizieren, zu ergänzen und zu aktualisieren. Die Besatzung des Spähtrupps umfasst dabei den Spähtruppführer, den Sensor Einsatzfeldwebel, den Kraftfahrer, den Alpha-Kommandanten, dessen Systemmitglieder sowie den Kraftfahrer 2. Abgesessene Spähaufklärer, auch bezeichnet als leichte Spähgruppe, gewinnen Aufklärungsergebnisse aufgesessen auf einem Fahrzeug oder aber zu Fuß oder abgesessen zu Fuß. Gerade zu Fuß entfalten sie ihre besonderen Fähigkeiten. Als spezialisierte Kräfte können sie Aufklärungsaufträge selbst in schwierigen Geländen durchführen. Ihr Grundsatz lautet, viel sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Oder wie wir Norddeutschen sagen würden, Petzen und Schwimmen. Sie können über mehrere Tage autark aufklären und agieren stets in Gruppen. Dies tun sie mit einer Besatzung aus einem Kraftfahrer, einem Kommandanten, einem sicherer MG1 sowie einem abgesessenen Trupp mit 3 Soldaten. Zu ihrer Rechten sehen Sie den beweglichen Gefechtsstand Boden in Form eines modifizierten Transportpanzer Fuchs. Dieser verfügt über weitreichende Fernmeldeverbindungen und agiert so als Informationsschnittstelle der eingesetzten Spieltrupps. Wie bereits jetzt die abgesessenen Soldaten aufbrechen, um ihr Versteck zu beziehen. Auf diese Eindrücke aufbauend möchten wir Sie nun mitnehmen auf eine kurze Reise durch das Aufgabenspektrum unseres Bataillons. Das Aufklärungsbataillon 6 Holstein führt im Rahmen des Großverbandes Panzergrenadierbrigade 41 weiträumige, bodengebundene und luftgestützte Lageraufklärung durch. Dabei gewinnt das Aufklärungsbataillon Ergebnisse vorrangig durch Spähaufklärung. Diese erfolgt im einen mit dem Spähwagen Fennec oder aber auch mit der abgesessenen leichten Spähgruppe sowie mit dem Gefechtsfeldradar Rasi. Aufklärungsergebnisse des Bataillons haben in der Regel Zielgartenqualität und können lagerabhängig unmittelbar in artilleristische Wirkung umgesetzt werden. Weitere Aufgaben des Aufklärungsbataillons sind das Überwachen von großen Räumen und Flanken sowie Aufgaben im erweiterten Aufgabenspektrum. Auf dem Gefechtsstand befindet sich derweil der Leiter Gefechtsstand mit seinem Ladeverbindel an einer Lagekarte. Die eben gezeigten Spähkräfte sind in den Einsatzraum vorgerückt und klären gemäß ihren Befehlen im Raum auf.
Mit Hilfe der Meldungen von den Spähkräften erarbeitet der Gefechtsstand ein umfassendes Lagebild. Im Folgenden wird dieser Prozess in Form einer dynamischen Vorführung skizziert dargestellt. Bedina, wir finden durch Betriebsbereitschaft. Sie sehen nun den Radarträger Radiv mit dem Decknamen Fledermaus beim Beziehen seiner Stellung. Die Radarantenne wird eingeschaltet und der typische Radar-Dopplerton ist zu hören. Kommandant, 4x Radfahrzeuge sowie 2x Testfahrzeuge bei Echo plus 2 minus 3, 5. Verstanden, ich melde heute am Gesetzstand. Gesetzstand, hier Fledermaus, kommen. Hier Gesetzstand, kommen. Hier ist Fledermaus, Echo Sierra, bei Mike minus 1, plus 4, 5. Hier feindliche Transport-Set sowie 2 Kettenfahrzeuge, bei Echo plus 2, minus 3, 5 aufgeklärt. Verstanden, kommen? Hier, Gefechtstand, verstanden, kommen. Hier ist Fledermaus, Ende. Der Leiter des Gefechtsstandes wertet diese Information nun an der Lagekarte aus und entschließt sich, einen weiteren Spähdruck für ein genaues Lagebild einzusetzen. Rabauke, hier ist Gefechtsstand, kommen. Hier Rabauke, kommen. Hier Gefechtsstand, Lageinfo. Fledermaus bei Mike minus 1 plus 4, 5. Fledermaus klärt auf bei Echo plus 2 minus 3, 5 feindliche Fahrzeuge. Auftrag an Rabauke. Sofort antreten, unterdrückten Lagebild in diesem Raum, verifizieren dieser Fahrzeuge. Kommen. Hier Rabauke, Auftrag verstanden. Hier ist am Ende. Jetzt kommen wir lesen. Der befohlene Spähtrupp Rabauke klärt gemäß dem Befehl auf und bezieht nun einen Beobachtungshalt. Der Spähtruppführer weist seinem Alpha-Fahrzeug seinen Beobachtungsbereich zu. Alpha, dein Beobachtungsbereich, 12 bis 12, Meinheit 12 bis 4, derzeit keine Aufstieg untergegeben. Achtung, Kommandant, 11 Uhr, 500, unbekannte Wärmequellen, ich beobachte weiter. Rabauke, Alpha, Echo, plus 2, minus 11, 2 Fahrzeuge, 1 Rekord mit mehreren Antennen, sowie abgesessenen Soldaten, ich vermute, dieses Sicherungselement kommt. Ja, verstanden, ich denke, das ist ein Sicherungselement. Durch das Alpha-Fahrzeug konnten mehrere Fahrzeuge aufgeklärt werden. Der Spähtruppführer vermutet hier einen gegnerischen Gefechtsstand und somit ein Hochwertziel. Er leitet diese Information an den Gefechtsstand weiter und beantragt den Einsatz von Artillerie. Echo, plus 4, minus 7, 5. Echo, plus 2, minus 3, 5. Vermutlich ein feindlicher Gefechtsstand. Antrag, Steilfeuer und nicht unterschlagen. Ihr Gefechtsstand ist verstanden, warten wir endet. Warum
Rabauke, hier Gefechtern kommen. Hier Rabauke kommen. Hier Gefechtern, Antrag stattgegeben. Ich nehme Verbindung auf mit Artillerie, melde mich in Kürze. Ende. Der Gefechtsstand gibt den Antrag des Spieltruppführers statt und nimmt daraufhin Verbindung mit den eigenen Artilleriekräften auf. Artillerie, hier Gefechtsstand, Aufklärung kommen. Hier Artillerie kommen. Hier Gefechtsstand, Aufklärung. Ich beantrage Rückforderung. Ziel bei 32 Uniform Papa Delta 3, 2, 1, 4, 8, 7, 8. 2, 3, 3, feindlicher Gefechtsstand zerschlagen, kommen. Hier Artillerie, Außenlinie bei Koordinate 4, 4, 5, Ende. Rabauke, hier Gefechtsstand, kommen. Hier Rabauke, kommen. Hier Gefechtsstand, in Kürze Einschläge vor ihrer, sie beobachten, melden, kommen. Hier Rabauke, kommen. Gefechtsstand, Ende. Hier ist der Verstand, Verstand im Ende. Die Wirkung im Ziel konnte durch den Spätdruck Rabauke bestätigt werden. Der Gefechtsstand entschließt sich nun, abgesessene Teile aufzunehmen, um den Auftrag weiter fortzusetzen. Rabauke, Einhorn, hier Gefechtsstand, kommen. Hier Rabauke, kommen. Ja, ja, kommen. Hier Gefechtsstand, Auftrag. Einhorn nimmt auf, abgesessene Teile, unter Überwachung, Rabauke, kommen. Rabauke, verstanden, kommen. Einhorn, verstanden, kommen. Hier Gefechtsstand, Ende. Einhorn an abgesessene Teile. Befinden uns 100 Meter ostwärts eurer Position. Wir führen in Kürze Aufnahme durch. Vorab Einsatz Mikado, dabei Meldung an dich, Ende. Die leichte Sprenggruppe befindet sich nun bei der Aufnahme der eigenen Teile, um das Vorfeld näher zu betrachten. Einhorn hier Mikado. Einsatz Mikado nicht möglich. Kommen. Hier Einhorn verstanden. Wir führen durch. Aufnahme per Handzeichen. Ende. Da kommen die Soldaten wieder aus dem Gebüsch. Hier rechts. Das sind die Soldaten. Während der Aufnahme der leichten Spielgruppe wurde diese durch einen gegnerischen Sicherungstrupp aufgeklärt.
Dabei haben die Spätwurps den Feuerkampf aufgenommen und konnten sich so vom Feind lösen. Der Spätruppführer Rabauke konnte erfolgreich mit allen Kräften ausweichen, ohne dabei eigene Verluste zu erleiden. Folgerichtig kann er seinen Auftrag weiter fortsetzen. Wieder einmal haben die Holsteiner Husaren des Aufklärungsbataillons Senkt-Holstein einen Auftrag erfolgreich durchgeführt. Begrüßen Sie nur mit mir die Kräfte der dynamischen Waffenschau. Bietet die Mondschau um 15.45 Uhr. Bitte beachten Sie nochmals die eingangs erwähnten Sicherheitshinweise, sprich Munition. Leben im Feld. Alles gut. Oh. Ich hab gedacht, ich wollte nach oben gehen. Nein. Weil ich vielleicht schneller zu einziehen. Das ist ein Magazin, der abgedeckt hat. Was für ein Wanderer. Möchtest du denn noch was machen? Nee, das war ich schon. Du bist ja eher dabei als Lassen. Das hat ja noch Zeit. Guck mal, du auch. Den Gelände anpasst und noch später. Schwieriger als du. In so einem Loch, Tina, lag ich mal 5 Tage. Oh. Ja, da war sie besonders blöd. Oh, Hammer, ne? Das hier? Ja. Das ist auch nur Sache. Ja. Da sitzt hier. Mhm. Ja. Aber er nicht. Ohne 3 Kinder. So? Ja, das wird die Runde zusammen. Ja, mit 2 Rucksäcken. Wenn man wieder kurz wieder. Genau, jeder hat eine Chance. Das ist das Ende von der Feldbahn. Das ist die Tasche, wo das nochmal rein. Mit dem Ruck. Einbuddeln und dann legst du es da rein. Quatsch, gleich. Ja, war das wohl, da sind sie alle schlank. Nein, das ist nur ein Stamm unter, deswegen haben wir es gestern einfach so gelegt. Ich war ganz schön. Frisch in Salatcreme, lecker. Ja, so trotzdem. Auch kalt hier draußen. Du kannst es ja auch kalt essen. Ja? Ja, musst du es nicht unbedingt warm essen. Also kalt schmeckt es natürlich jetzt nicht so gut, nee, aber... wenn der Winter ist, wenn der Schnee hier liegt. Muss auch draußen schlafen, oder? Natürlich. Oh. Ja. Ich bin vorhin gefragt.
warum es denn keinen Schneeanzug gibt. Oder habt ihr einen Schneeanzug? Und habt ihr einen Schneeanzug? Moin! Ja. Yeah.